Nächster Redner ist der Kollege Fritz Kuhn für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Gysi, also das war eine skurrile Mischung von dummem Zeug, das Sie da vorgetragen haben, was ich noch selten gehört habe. Ich will Ihnen sagen, warum. Hier sich hinzustellen, Herr Gysi, und sich aufzublasen wie ein Ochsenfrosch und zu sagen, nur ein Fünftel der Mädchen könnten in die Schule und nicht fünf Fünftel. Aber niemals gesagt zu haben, wie Sie es denn von 2001 aufwärts durchgesetzt hätten, dass dieses ein Fünftel dies kann. Das ist einfach nur billig, nichts als billig. Und die Argumentationsfigur, Herr Gysi, zu sagen, weil es überall in der Welt oder in vielen Teilen der Welt Menschenrechtsverletzungen gäbe, wären wir zum Beispiel und die CDU und die SPD und die FDP inkonsequent, weil wir da nicht angreifen würden. Das ist nicht mal mehr winkeladvokatisch. Das ist einfach nur unter der Gürtellinie, was Sie da behaupten. Ich stelle fest, dass Sie beim Thema Menschenrechte, solange Sie nach Kuba fahren, Ihr Vorsitzender, und keinen Pieps rauskriegt über das, was dort passiert. Und ich will Ihnen auch den Grund sagen, Herr Dehm. Sie kriegen da nichts raus zur Situation der Menschenrechte, weil Sie das so an die DDR erinnert. Und da haben Sie es ja auch, viele von Ihnen, für ganz normal empfunden, was dort geschehen ist. Und ich darf Sie enttäuschen, was unsere Position angeht. Wir haben auf unserem Parteitag entschieden, die Mehrheit, dass wir für ISAF sind, dass wir gegen die Tornados sind und deswegen bei einer verbundenen Abstimmung die Mehrheit meiner Fraktion nicht zustimmen wird, also sich enthalten oder mit Nein stimmen wird. Aber wir haben klar gesagt, dass wir gegen ORF sind und für ISAF. Ein Antrag auf unserem Parteitag, der den sofortigen Abzug von ISAF wollte, ist mit 10% Stimmen hängen geblieben und nicht verabschiedet worden. Also das ist die Sachlage, sage ich an alle Richtungen. Herr Westerwelle, weil Sie sich so gefreut haben über unseren Parteitag, Herr Westerwelle hat ja gesagt, ich brauche es nicht zitieren, weil es alle gehört haben, wir wären nicht regierungsfähig. Und er hat auch gesagt, wir haben eine andere Einschätzung, die FDP, von der Verantwortung in der Welt. Und da will ich mal daran erinnern, wie die FDP die Verantwortung in der Welt in den letzten Jahren hier im Bundestag zur Abstimmung gebracht hat. Beim ISAF-Mandat, Herr Heuer, da haben Sie sehr unvorsichtig geredet, hat die FDP zweimal, nämlich 2003 und 2004, den Bundeswehreinsatz abgelehnt. Danach haben Sie ihn wieder zugestimmt. Bei ORF hat die FDP 2003 mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Bei UNIFIL hat sie jetzt zweimal dagegen abgestimmt. Bei der EUFOR-Mission, den Wahlen im Kongo 2006, hat die FDP nicht zugestimmt. Und bei KFOR haben sie im Juni 2001 abgelehnt. Wenn Sie also die Frage, wer hier mal dagegen stimmt, bei irgendeinem Einsatz mit nicht regierungsfähig identifizieren, Herr Westerwelle, dann sind Sie auf 20 Jahre nicht regierungsfähig bei dem Abstimmungsverhalten, das Ihre Fraktion vorgelegt hat. Doch ich will jetzt zur Sache der Mandate kommen. Wir sind für einen Strategiewechsel. Und die Bundesregierung, Herr Steinmeier, reden hier auch für einen Strategiewechsel. Aber der Kernpunkt ist die Frage, ob ein Strategiewechsel tatsächlich in der Summe stattfindet in Afghanistan, wenn ORF so bestehen bleibt, wie es heute ist. Strategiewechsel ist ja kein theoretisches Konstrukt, das wir uns hier im Parlament oder in den Ausschüssen zurechtlegen, sondern ist eine Frage, was tatsächlich vor Ort stattfindet und von der Bevölkerung so wahrgenommen wird, wie es ist. Und es war nicht Anfang des Jahres, Herr Jung, wie Sie gerade sagten, als es Klagen gab über die Strategie von ORF. Die britische Führungsoffiziere haben noch im August, lesen Sie die New York Times, vom 9. August diesen Jahres beklagt, dass sie im Süden kein ORF bei sich haben wollen, weil es kontraproduktiv ist und der Glaubwürdigkeit des ISAF-Einsatzes des britischen Kontingents wirklich zuwiderläuft, wenn dies weiter stattfindet. Und an der Stelle schweigt die Bundesregierung und die Kanzlerin und auch der Außenminister nachhaltig. Die Frage ist, die ich gestellt habe, mehrfach und Kollegen von meiner Fraktion, haben Sie auf dem politischen Wege
im Zusammenhang mit der amerikanischen Regierung angemahnt und mit welchem Ergebnis und mit welcher Verabredung das OEF eine andere Strategie verfolgt, als es in der Vergangenheit getan hat. Dazu sagen Sie nichts. Sie sagen auch im Parlament nicht, was bei OEF genau geschieht. Dazu gibt es keinerlei präzise Aufklärung. Und wir haben auch den Eindruck, dass Sie es nicht wissen und nicht wissen können. Denn allen muss ja klar sein, warum wir immer auf diesem Unterschied, Herr Heuer, rummachen. ISAF ist ein Mandat, das in der multilateralen Logik entsteht. Die NATO entscheidet, und ich stimme Ihnen ausdrücklich zu, sie muss politischer entscheiden, haben Sie ja vorher gesagt, als in der Vergangenheit. Während OEF ein unilaterales Mandat ist, wo die Amerikaner entscheiden, was geschieht, und niemanden, der dabei ist oder auch nicht dabei ist, aufklären über die Frage, welche Strategie dort ist. Und dies muss aufhören. Und das ist der Grund, warum wir sagen, OEF hat keine sinnvolle strategische Legitimation. Frau Bundeskanzlerin, Sie müssten an der Stelle mal sagen, wie Sie das sehen. Weil Sie sich hinter dieser Frage, seit Sie als Kanzlerin tätig sind, systematisch verstecken, und wir können Ihnen das an der Stelle nicht durchgehen lassen. Übrigens auch die Legitimation von OEF, Herr Außenminister, Operation Enduring Freedom, wird natürlich immer mehr mit Fragezeichen versehen. Wir erinnern uns an das Jahr 2001. Die Legitimation, warum der Sicherheitsrat da auch zugestimmt hat, war ja der Punkt, dass aus Afghanistan, aus dem Land Afghanistan in Terrorlagern der Angriff auf New York stattgefunden hat, also der Verteidigung und Selbstverteidigungsfall gewährleistet ist. Dieses kann man heute, zum heutigen Zeitpunkt, in der Weise nicht sagen. Heute geht es um die Frage, ob die Taliban wieder zurückkommen, wenn ISAF also zurückgezogen würde. Und da sagen wir klar, deswegen kann man dies nicht tun. Aber der legitimatorische Grund, den müssen Sie doch heute beantworten. Die Terroristencamps sind heute in Pakistan oder sonst wo auf der Welt, aber mit Sicherheit nicht in der Weise wie vor 2001 in Afghanistan. Und deswegen meine ich, dass Sie an der Stelle sich rumdrücken um eine richtige Antwort. Auch die Verschiebung von OEF, ich weiß nicht, ob das so verschoben wurde, aber man kann es manchmal hören, nach dem SPD-Parteitag, ist natürlich nicht der richtige Punkt, um über ein Gesamtkonzept Afghanistan in diesem Hause hier zu diskutieren. Wir sind also, Frau Merkel und Herr Steinmeier, für einen Strategiewechsel, und wir finden den Aufbau der zivilen Mittel jetzt wieder mit 25 Millionen Euro zu schleppend und zu gering. Ich glaube, dass Deutschland, die Amerikaner haben das an der Stelle übrigens anders gemacht, dass Deutschland einen größeren Sprung für den zivilen Aufbau leisten müsste, als dies geschehen ist. Bei den Tornados sieht meine Partei, übrigens im Unterschied zu vielen in der Fraktion, die Frage anders. Sie sagen, sie lehnen die Tornados ab, weil sie in einem Kontext stehen zu OEF und nicht unterschieden werden könnten. Andere von uns, ich gehöre dazu, sagen, sie dienen auch dem Schutz der ISAF-Truppen, und deswegen gibt es da eine Differenz. Aber eines ist wichtig, mal an die Bundesregierung, eine klare Evaluation dessen, was die Tornados in diesem halben Jahr tatsächlich gemacht haben, hat bisher nicht in den Ausschüssen, nicht im Parlament und nicht in der Öffentlichkeit, Frau Merkel, stattgefunden. Sie sagen das ein oder andere in Unterrichtungen, aber Sie legen keine klare Evaluation der einzelnen Flüge, Aufklärungsziele und was dann daraus praktisch gefolgt ist, vor. Davon kann ich Sie nicht entlassen. Das wäre die Pflicht der Bundesregierung, oder Herr Jung, der dafür zuständig ist, hat dies bisher nicht getan. Und damit komme ich zum Schluss. Wir als Grüne stehen zur Verantwortung Deutschlands in Afghanistan. Wir tun dies am Beispiel des ISAF-Mandats. Wir lehnen OEF ab im Oktober oder November, wann es hier im Hohen Haus diskutiert und entschieden wird. Und ich will ganz deutlich machen für meine Fraktion, dass ich an der Grundüberzeugung, es ist in der Situation die Aufgabe deutscher Politik zu helfen, für den zivilen Aufbau und für den Strategiewechsel in Afghanistan einzutreten, nichts, aber auch gar nichts geändert hat. Ich danke Ihnen.